auf der Invest natürlich ganz klar vertreten. Heiko Thieme, schon seit 20 Jahren auf der Invest. Seit 20 Jahren gibt es die Invest. Jedes Jahr stell dich ein, muss sein, weiß ich, Heiko Thieme. Wenn wir mal die Börse heute anschauen, können die Menschen sie begreifen oder ist sie manchmal etwas schwierig oder sind die Produkte zu schwer? Die Produkte sind sehr kompliziert. Für den Normalanleger, das ist ja der Anleger, den wir eigentlich an die Börse bringen wollen, ist 80% der Angebote einfach zu viel, zu unverständlich. Wir müssen wieder auf die Basis kommen, das Einmaleins der Börse. Und das heißt im Klartext, das Geld ist besser langfristig angelegt, indem man Teilhaber eines Unternehmens wird in Form von Aktien. Auf dem Sparkonto, wo Milliardenbeträge liegen, bekommt man heute nicht nur nichts, es wird sogar was abgezogen. Das ist eine Geldvernichtung, wenn man so will. Und festverzinsliche bei den niedrigen Zinsen, die am Nullpunkt sind, ist auch keine Alternative. Immobilien waren mal interessant. Heutzutage sind sie relativ teuer, wenn man so will. Wer dann von Bitcoin und Gold redet, ja, beim Bitcoin reden wir von heißer Luft und beim Gold reden wir von einer Fantasie, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Da schlägt ja Heiko Thieme in die gleiche Kerbe wie ich. Aber wenn Heiko Thieme nach Aktien schaut, welche Gütesiegel müssen die haben? Wie sind die Stellschrauben so? Es muss auch verständlich sein, was sie tun. Da bin ich wie Warren Buffett. Was ich nicht verstehe, kaufe ich nicht. Es sollten dann vorzugsweise aus meiner Sicht DAX und Dow Jones Werte sein. Warum Dow Jones? Die amerikanische Börse ist und bleibt erstmal auf sich die Führungsbörse der Welt mit Umsätzen, die das bis zu 30-fache dessen ausmachen, was wir in Deutschland handeln. Insofern kann man ohne Amerika gar nichts tun. Und dann gleichzeitig auch auf den Index, auf den Dow Jones, wie eben genannt, und den DAX schauen, sodass meine Gewichtung wie folgt aussieht. Das ist sehr simpel. 30% im DAX, 20-25% im Dow Jones, sagen wir zusammengerechnet, 30 und 25, 55%. 5% in China als größte Bevölkerungsmasse der Welt, zweitgrößte Wirtschaft der Welt, das ist gerechtfertigt. Dann bin ich bei 60%. 10% Japan, die drittgrößte Wirtschaft der Welt, da bin ich bei 70%. Und den Rest teile ich dann auf Einzelwerte, wobei Einzelwerte nicht mehr als 3% jeweils ausmachen sollten. Da sollte man bis zu einem Dutzend maximal haben und dann Spezialitäten in Sektoren und dann vielleicht etwas Gold, aber Bitcoin bitte, da brauche ich nicht unbedingt dabei zu sein. Danke für dieses Wort. Thema Dividenden ist ein Thema auch für Heiko Thieme, das weiß ich. Ganz entscheidend. Ich habe die Henkel zum Beispiel empfohlen, als sie 10% einbrach, hier im ersten Quartal nach einem schwachen Ergebnis. Das war eine Chance in den niedrigen 80ern. Ganz simpel, Henkel-Produkte werden auch noch bei meinen Kindern benutzt werden. Das sind gute Produkte. Ist nicht sehr sexy, aber man muss nicht sexy sein, um langfristig gute Erträge zu erwarten. Also das wäre ein Typ. Das Gleiche gilt natürlich auch bei Werten wie Siemens. Gute Dividendenrendite, die ich habe. Dazu, ich habe von den DAX-Werten noch vor wenigen Wochen, als wir unter 10.500 waren, 19 Werte von den 30 Werten auf meiner Liste gehabt. Bevorzugt auch Dividendenträger im Autosektor, zum Beispiel eine Daimler. Da fährt man nicht nur gut, sondern man wird fürs Warten auch bezahlt. Oder als Nebenwert mal eine Deutsche Pfandbriefbank mit 10% Dividendenrendite. Da verarme ich nicht. Also Dividenden auf jeden Fall. Und wenn heute der DAX als Index angesehen wird, der bringt 3,5% Dividendenrendite. Der 10-jährige Staatstitel schwankt um die Nullgrenze herum. Also ich bekomme nichts. Wenn ich 10 Jahre keine Preissteigerung im DAX habe, und das würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der DAX von jetzt angesehen bis zum Jahre 2029 null steigt, die Chance ist null. Er wird steigen, er wird fluktuieren zwischenzeitlich, mal unter das heutige Niveau gehen, aber wir sind dann bei der 20.000 Marke oder noch deutlich darüber hinaus. Und das heißt, sowohl die Dividende von 3,5%, die natürlich schwanken kann, warum? Weil nicht immer Dividenden gezahlt werden, aber im Schnitt 3,5% Dividendenrendite und die Preissteigerung noch des Indexes heißt, in den nächsten 10 Jahren kann ich 35% durch die Dividenden erwirtschaften. Und gleichzeitig wahrscheinlich zwischen 50 bis vielleicht sogar 100% im Aktienmarkt. Das heißt, ich komme mit Dividenden und Aktienmarktsteigerung durchaus auf eine Verdopplung in 10 Jahren. Nun ist Heiko Thieme ja auch jemand, der sehr amerikalastig ist, verständlich auch. Du lebst ja auch in den Vereinigten Staaten. Teilweise in den Vereinigten Staaten. Der Dow Jones angesprochen läuft hervorragend, die Nasdaq läuft hervorragend, der S&P 500 läuft hervorragend. Nur wir laufen wieder hinterher. Und so manch einer hat jetzt momentan schon Bauchgrummeln bei der 12.000er Marke und sagt, oh, könnte auch noch mal eine scharfe Korrektur kommen.
Gut, ich habe gestern gerade hier Börse Stuttgart erläutert, obwohl ich ja als Optimist bekannt bin. Manche verdammen mich sogar als den Daueroptimist. Ich nenne mich den rationellen Optimisten. Der Optimist, der auch seinen Optimismus erklären kann. Gelegentliche Schieflagen, wie den Dezember vergangen hat, den habe ich nicht vorausgesehen. Denn das, was alle 90 Jahre nur einmal passiert, kann man nicht voraussagen. Aber man kann daraus was machen. Man musste investieren. Das war das Weihnachtsgeschenk schlechthin, sich selbst an der Börse zu bedienen. Wer es gemacht hat, hat über 20% gewonnen. Aber jetzt zur Frage. 12.000 war meine Projektion für den April. Der April ist ja am 6. April noch nicht zu Ende. Nein, nein, nein. Es wird schwierig werden, die 12.000-Marke deutlich zu überschreiten. Und wir sind jetzt technisch gesehen in einer anspruchsvollen Bewertungsbasis, sodass mal eine Konsolidierung von 300 bis 600 Punkten absolut normal wäre. Und deswegen meine Empfehlung gestern für den aggressiven Investor und den Risikobereiten, jetzt mal A, Gewinne teilweise mitnehmen, nicht alles, aber teilweise, damit man wieder Kapital hat zum Zurückkaufen, wenn er etwas niedriger ist. Und für den ganz aggressiven sogar eine Leerposition einzugehen, das heißt einen negativen Hebel zu kaufen auf ein Knockout-Niveau vom DAX-Index, sagen wir mal, 11.800 bis 13.200, das wäre die Basis. Wer ganz aggressiv ist, aber nur wirklich, wirklich sich zu den risikoreichen Spekulanten wie Costellani zählt, der kann auch einen Hebel nehmen, der schon bei 11.500 liegt. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Man kann ja alles kaufen, nur wie viel. Das heißt, für den ganz aggressiven Hebel reichen 2% vom liquiden Kapital aus, also 11.500 Basis. Für den etwas vorsichtigeren und dennoch risikobereiten zwischen 12.800 und 13.200 da einen Hebel anzusetzen, Laufzeit bis zu 6 Monaten und dann sich eindecken, wenn wir die 11.700 Marke erreichen, mit der Hälfte sich eindecken und dann nochmal die ganze Position schließen, sollten wir unter 11.500 sein. Um dann wieder das Gegenteil zu machen, sich auf der Basis von unter 11.000 mit einem positiven Hebel sich einzukaufen und dann deswegen der Hebel, weil die Kursveränderungen, die prozentualen, dann mit 10-mal genommen werden. Das ist die Definition des Hebels. Das heißt, bei einem normalen Hebel sind 5% Rückgang, 50% Gewinn. Bei einem sehr aggressiven Hebel kann man es mit 20 multiplizieren, das heißt 5% Rückgang sind 100% Gewinn. Und da reichen mir 2% aus, wenn die sich verdoppeln, habe ich 2% zum Gesamtportfolio verdient mit einer Spekulation, nicht mit der Anlage. Am Jahresende ist Dow Jones bei 28.000, anspruchsvoll, aber rechenbar, und der DAX bei 13.000, wobei ich sage, die Bandbreite wird zwischen 12,5 bis 13,5 liegen. Das heißt, die Höchststände vom Januar vergangenen Jahres werden wir knapp verfehlen. Heißt oder hieße dann aber auch, dass in das Thema Vereinigte Staaten, Handelsstreit mit China tatsächlich jetzt Ruhe reinkommt und Donald Trump nicht unbedingt uns Europäer belastet in der Automobilindustrie. Das ist richtig. Das setzt voraus zumindest eine Schlichtung im Handelsstreit, noch keine Lösung, aber eine Annäherung. Und dass eben nicht Donald Trump jetzt durch den Besuch von Obama bei Frau Merkel jetzt sagt, jetzt will ich die mal bestrafen für das Kaffeetrinken mit 25% Zöllen. Insofern, so sehr verständlich dieses Treffen war, ich hätte es nicht so hoch an die Glocke gehangen, denn das ist eine Konfrontation mit Trump, obwohl ich bei Trump sage, der Mann ist nicht zu akzeptieren als Präsident. Wer 6-mal am Tag lügt, disqualifiziert sich, aber er ist nun mal gewählt. Er wird auch nicht abgewählt werden. Er wird nicht impeached werden. Dazu reichen die Fakten nicht aus. Unmoralisch ist er. Das wird nicht bestraft werden. Und die Gegenkandidaten der Demokraten sind so schwach, dass er eine echte Chance hat, am ersten Dienstag im November nächsten Jahres wiedergewählt zu werden. So bedauerlich es sein mag, so verwerflich er auch ist, Steuersenkung hat er recht gehabt. Und bei der NATO muss ich konzidieren, wir haben 2% zugesagt und wir kämpfen mit 1,5%. Da hat er nicht Unrecht. Das heißt also, auch wir haben manchmal etwas schwarze Karten in der Hand, wo wir uns etwas schämen müssen. Und er ist ja nicht unbedingt einer aus der alten Politikergarde, sondern letztlich ein Dealmaker. Apropos Dealmaker, 2,5 Jahre verhandelt Brüssel jetzt mit Großbritannien bei diesem Theaterstück Brexit hin oder her. Ob weich oder hart, wird uns das nochmal wehtun? Ein Ausscheiden würde wehtun. Es kommt kein harter Brexit, das würde ich ausschließen. Wenn er käme, das wäre wieder negativ. Ich glaube, selbst ein weicher Brexit ist nicht die Lösung. Die echte Lösung wäre die des zweiten Referendums. Und warum? Vor 3 Jahren, noch knapp 3 Jahren, im Juni 2016 wurde gewählt. Mit einer Frage, die an sich so unvollständig war wie nur irgendwas. Es wurden Fehlnachrichten von den Befürwortern des Brexits
in die Szene gesetzt. Die UKIP-Partei, übrigens gibt es heute nicht mehr im Parlament, das heißt, die Befürworter sind gar nicht mehr da. Es wurde knapp gewonnen mit 1,8%. In der Zwischenzeit sind ungefähr 2,5 Millionen Menschen gestorben. Das sind meist Leute in meiner Altersgruppe. Und in dieser Altersgruppe war ein nicht unwesentlicher Prozentsatz für den Brexit, weil sie glaubten, die EU würde Geld von ihnen nehmen, was nicht stimmt. Die sind aber tot. In der Zwischenzeit sind ungefähr 2,5 Millionen junge Leute wahlfähig geworden. Die waren vorher 15 Jahre. Das heißt, sie können wählen. Und die sind Befürworter, um in der EU zu bleiben. Sie verstehen das transkontinentale Geschäft und die Möglichkeiten, die es damit gibt. In anderen Worten, wenn es zu einem Brexit kommt, führen wir ein Diktat aus von Wählern, die nicht mehr leben. Das ist das Unikat par excellence. Das ist so paradox, wie es nur irgendwo sein kann. Und wir negieren, dass die aktuelle Bevölkerung im EU-Bereich bleiben will und Veränderungen, die notwendig sind, innerhalb der Mitgliedschaft erreichen möchte. Denn nur ein Clubmitglied kann Veränderungen vornehmen. Ein Außerstehender hat keine Chance. Insofern, ein Brexit macht keinen Sinn. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir nach allen Verhandlungen dennoch im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr dann bei der entscheidenden Frage sagen, jetzt aber ein Referendum, und ich würde sogar ein Abendessen mit dir verwetten, da werden mindestens 55% der Befragten für den Verbleib stimmen, wenn nicht sogar mehr. Das ist eine interessante Statistik, aber der stimme ich auch durchaus zu, muss ich sagen. Also von daher müssen wir mal abwarten, was da Theresa May, wer weiß, wie lange sie noch bleibt. Das weiß man ja auch nicht aktuell, wie es da dementsprechend weitergeht. So, auf der Invest dieses Jahr, du hast viele Vorträge gehalten. Es ist relativ voll, aber ich vermisse immer noch die jungen Leute auf der Messe oder bei den Finanzthemen. Das stimmt. Das heißt, die Aktienanlage ist noch nicht verwurzelt bei uns Jungen. Das ist eine Aufgabe für dich. Und auch für mich als fast 76-Jähriger immer wieder dafür zu plädieren, jede Medien zu nutzen. Und mein früherer Chef, der Sprecher der Deutschen Bank, Dr. Christians, in den 80er Jahren sagte immer wieder einen Satz, den ich sehr häufig zitiert habe: Aktienanlage und der Verkauf der Aktienkonzeption ist schwieriger als Steine klopfen. Damit hat er recht. Viele Leute, wenn du sie fragst, auch unsere Kollegen übrigens in der Finanzszene, wenn du sie fragst, eine folgende Frage stellen: Was ist die sicherste und erfolgreichste Anlage, die es gibt? Die wenigsten sagen, ohne zu zögern, die Aktien. Alle glauben, es ist ein Risiko. Die Aktien haben kein Risiko, denn warum nicht? Sie repräsentieren unsere Wirtschaft. Und wer glaubt, dass die deutsche Wirtschaft ein Risiko ist? Ohne die deutsche Wirtschaft können wir nicht existieren. Deswegen will ich mich daran beteiligen. Und ich muss mich ja nicht nur auf die deutsche Wirtschaft restriktieren. Ich kann, wie ich schon sagte, mich mit der Wall Street etwas tun. China, 1,4 Milliarden Leute haben absolut, auch was zu sagen. Absolut. Auch da investiere ich ja mit 5%. Und Japan, wo 125 Millionen Menschen leben, auch wenn sie auch veraltern, drittgrößte Wirtschaft. Ich bin auch dabei. Also 30% Deutschland, 25% USA, 5% China, 10% Japan und dann Einzelwerte, Einzelsektoren. Aber das Thema Bitcoin, damit beschäftigen sich die Jugendlichen mehr. Das ist etwas, da sollte man lieber vielleicht eine Zigarre rauchen oder etwas anderes tun. Und das war ein schönes Abschlusswort, meine Damen und Herren. Und so möchte ich es auch stehen lassen. Immer wieder eine Ehre, immer wieder ein Vergnügen, Heiko Thieme zu sprechen. So viel Markterfahrung geballt auf der roten Couch, das hat man mal äußerst selten. Herzlichen Dank. Danke.